Also für uns war das Partnerportal IT Sachs eine ideale Gelegenheit, Wahrnehmung zu schaffen. Wahrnehmung nicht auf unserem Kundenmarkt, wo wir unseren Umsatz holen müssen, sondern Wahrnehmung auf dem Bewerbermarkt, weil wir sind mit 120 Kollegen in Dresden am Arbeiten und das ist eine Größenordnung, wo wir gesehen werden von Leuten, die uns kennen, aber wo wir schnell übersehen werden von Absolventen, von den Hochschulen und auch von potenziellen Mitarbeitern, Bewerbern außerhalb unserer Region. Und mit einer letztlich Wucht von 1600 Mitarbeitern, die Unternehmen letztlich verkörpern, die hier dabei sind, erreichen wir eine andere Wucht am Bewerbermarkt. Ja, wie gesagt, Wahrnehmung und einfach ein Stückchen suggerierter Größe. Sie werden ja deshalb bei Ihrem Portfolio bleiben, aber wie verändert sich der Konkurrenzgedanke, Fach- und Führungskräfte zu gewinnen? Ja, das ist eben, es gibt immer zwei Wettbewerbe, in denen man bestehen muss. Das eine ist der Wettbewerb am Markt. Das ist eine bekannte Sache. Da haben wir hier in der Gemeinschaft auch Partner, aber auch Kontrahenten. Das ist ganz normal. Der Wettbewerb um die Köpfe ist dann das, wo hier schon ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Spritzigkeit drin liegt, ein heikles Moment liegen könnte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass einfach die Anziehungskraft, die Gravitation von IT Sachs deutlich größer ist als der Futterneid und Konkurrenzeffekt der beteiligten Partner untereinander. Also insgesamt eine Win-Win-Situation für alle 17, die hier dabei sind.